Schnecken. Genau, wir machen heute Kanelbulla. Das sind schwedische Zimtschnecken. Hallo, ist der Ralf von Jütland und... Hallo, hier ist die Lilly von Jütland. Und was machen wir heute? Zimtschnecken. Genau, wir machen heute Kanelbulla. Das sind schwedische Zimtschnecken. Und dazu haben wir schon den Hefeteig haben wir vorbereitet. Das ist ein einfacher Hefeteig mit Mehl und Hefe, etwas Milch und Butter und als besonderes Gewürz ist Kardamom drin. Und die Lilly zeigt uns jetzt, was wir noch alles für die Zimtschnecke brauchen. Also wir haben hier Mehl dabei, ein Ei und Butter und noch Zimt. Den Teig auswählen und dann mit heißer Butter bestreichen. Dann kommt der Zimt und der Zucker drauf. Und dann muss man das Ganze noch zusammenrollen und dann die in Stücke schneiden. Jetzt zuerst bemehlen wir die Arbeitsfläche ordentlich und dann holen wir den Teig. Das ist ein sehr weicher Teig, deswegen brauchen wir auch sehr viel Mehl und packe den hier mit drauf. Wir haben den Teig jetzt ausgewählt, haben ihn mit Butter bestrichen, mit Zucker und mit Zimt bestreut. Jetzt werden wir das Ganze wie eine Wurst aufwickeln. Das gibt dann eine lange Wurst und schneide uns dann so einzelne, ich sage jetzt mal so 3-4 cm breite Schnecke runter und die werden wir dann hier in diesen bemehlten Dutch Oven reinsetzen. Danach muss es noch mal eine halbe Stunde gehen, dass die Schnecke auch noch mal so das doppelte Volumen kriege, dass sie einfach ein wenig luftiger wäre dann. Ich hoffe, wir kriegen sie alle in der Dutch Oven rein, haben extra den 12er hier von Petromax gewählt. Ja, schauen wir, wie viel reinpasse. Und dann kommt das Ganze ins Feuer, beziehungsweise eigentlich nicht der Topf ins Feuer, sondern das Feuer auf den Topf. Ja, und dann müssen wir sie backen.
zufrieden mit deiner Schnecke? Ja. Ja, hat es gut geklappt, sie aufzurollen? Mhm. Prima. Jetzt müssen wir die Schnecke noch ungefähr eine halbe Stunde, müssen wir sie warm stellen. Wäre gut, wenn sie so 30, 35 Grad hätte, dass die Hefe gut arbeiten kann und sie einfach noch mal größer wäre, sich quasi ein bisschen verdoppeln vom Volumen her. Und so lange lassen wir sie einfach am warmen Feuer stehen, drehen den Topf ab und zu mal, dass die eine Seite zu warm wird und legen noch ein bisschen nach, dass wir nachher ordentlich Glut haben, die wir auf den Topf draufpacken können. Nicht zwischen, in eine rein. Und? Ja, ich würde sagen, oder? Wir sind jetzt fertig. Ja, mach's mal so, oder? Und wie zufrieden bist du mit deiner Zimtschnecke? Gut. Wie riechen sie? Lecker. Nach was riechen sie? Nach Zimt. Nach Zimt, gell? Ja. Wir dürfen jetzt leider noch keine probieren.
wir lassen sie noch abkühlen, weil wir sind nachher zu einer Geburtstagsfeier eingeladen. Dann nehmen wir die Kanelbulla, diese Zimtschnecke mit, oder? Oder essen wir jetzt eine? Nein. Nein, gell? Dann nehmen wir die, dann nehmen wir sie jetzt so mit. Sieht nämlich schön aus hier, so auf dem Teller. Ihr seht, es ist eine ziemlich einfache Sache. Ihr braucht einen süßen Hefeteig und eine Füllung einfach nur aus Zimt und Zucker. Es gehen auch andere Füllungen, also ihr könnt auch da noch Kokosflocke, Nuss, Rosine oder was auch immer alles reinpacken. Man kann diese Zimtschnecke auch in einer herzhaften Version machen mit einem normalen Hefeteig und ich sag mal eine Hackfleischfüllung zum Beispiel. Geht genauso. Aber, oder man kann ja genau, Nutella-Schnecke gehen auch. Man kann sie mit Nutella, also um den Magennamen zu vermeiden, mit einer Schokonussmischung hier fülle dann. Und es wird einfach immer im Dutch Oven eine super leckere Sache. Wichtig ist, dass es von unten gar nicht so viel Hitze kriegt, sondern man die Hitze tatsächlich von oben auf den Deckel draufpackt, damit sie auch schön überbacken wäre und schön gebräunt wäre. Und ja, es riecht jetzt so lecker, ich kann jetzt nicht mehr lange weiterreden. Genau, deswegen sagen wir jetzt Tschüss. Dankeschön fürs Zuschauen. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Eure Lilly und euer Ralf von Jodeland. Tschüss.